Moin, meine lieben Reisebegleiter, herzlich willkommen hier bei einem neuen Projekt, einer neuen Reise in Enshrouded tatsächlich. Ja, und zwar möchte ich das hier mal ein bisschen anders machen. Ich werde mich, was Bauen und Sammeln angeht, tatsächlich voll und ganz auf Offscreen konzentrieren. Beziehungsweise werde ich auch nicht viel mit Bauen machen. Und wird hier eher so eine Art Walkthrough machen, indem wir die Quests und Dungeons einfach durchspielen werden. Ja, und dazu habe ich hier einen komplett neuen Charakter erstellt. Das ist die Aschine. Ich kann noch Aschine sagen. Ja, wie ihr seht, ich habe noch gar nichts. Bin noch komplett nackig hier. Und würde mit euch jetzt erstmal nur den Anfang eben anspielen und die erste Flammenkrypta hier machen. Ne? Dann können wir mit der Flamme kommunizieren. So, und ich lese auch nicht alles vor, sondern ich lasse es lang genug eingeblendet, dass ihr es selber lesen könnt. So, wir öffnen unser Tagebuch und gucken uns die erste Quest an. Das ist Erreiche die Ebenen. Das würde ich auch so ein bisschen offscreen machen. Das ist ja so die Anfangsquest. Wir müssen jetzt da zu unserem Platz auf der Map, wo wir hin müssen hier, ne? Das ist die erste Basis, die wir da bauen. Das würde ich schon mal aufbauen. Ich würde euch dazu holen, wenn wir da ankommen, kurz eben kurz erklären und dann gucken wir einfach weiter und machen dann die erste richtige Quest. Aber wir holen uns jetzt zuerst das erste Buch. Also wenn es irgendwas zu lesen gibt oder so, dann hole ich euch dabei, zeige euch auf der Map, wo ich ungefähr bin. So dass wir tatsächlich nur solche Sachen machen. Hier haben wir nämlich nochmal hier. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckungen im Auge zu behalten. So, und hier haben wir dann die ganzen Sachen, ne? Rucksack, Charakter, Fähigkeiten. Wir haben noch gar keinen Punkt, glaube ich. Genau. Das würde ich dann auch zusammen vielleicht mit euch machen. Genau, und hier haben wir das erste Buch zu lesen. Genau. Gut, das haben wir gelesen. Dann würde ich jetzt mal weitergehen und hol euch gleich wieder dabei, kurz bevor wir da sind. So, hier, wenn ihr hier unten am Anfang in der ersten Höhle seid, dann gibt es hier eine Wand, die ihr wegspringen könnt, das wegsprengen könnt. Dazu gibt es hier passende Bomben. Die findet ihr hier. Hier drin gab es dann eine silberne Kiste. Und da habe ich das Beil her. Und hier gibt es nochmal was zu lesen, deswegen habe ich euch dabei geholt. Hier gibt es das Sauflied. Jetzt haben sie es hier unten abgeschnitten, ne? Gut, das wollte ich euch nur eben einmal zeigen. Hier map-technisch sind wir hier irgendwo. So, auf dem Weg zur Basisebene. Also, ich bin weiter unterwegs. So, nachdem wir nun aus der Höhle raus sind, kommen wir hier in dieses kleine Feldlager, wo wir uns mit Sachen eindecken können. Unser erstes Wasser. Genau. Hier liegt schon mal das erste Fleisch nicht, aber Tierfell, gut. Hier kann man was sammeln. Jetzt haben wir einen geteerten Holzblock hier. Hier gibt es nämlich noch was zu lesen, deswegen sind wir hier. Das Dorf ist dann hier ungefähr, ist auch die Glutwacht. Und ja, da sind wir dann auch bald bei dem Zielort. So, jetzt haben wir nämlich eine neue Geschichtsseite für den Erbauer und die Flamme gekriegt. Wie gesagt, ich lasse euch immer so ein bisschen Zeit zum Lesen hier. Hier gibt es jetzt auch mal Knochen. So kriegen wir schon mal ein Zauberstab-Rezept. So. Genau, das wollte ich jetzt genau nicht machen.
So. Hier gibt es nochmal Tierfell. Genau. Hier ist nochmal so ein Säckel. Nee. Sah es aus, als wäre es ein kleiner Sack oder so. Gut. Ich hangel uns weiter hier durch. Wie gesagt, diese Quest hier, das müssen wir ja noch nicht zusammen machen. So, hier habe ich... So, hier habe ich aus Versehen nochmal was zu lesen gefunden. Ich wollte eigentlich nur den Pilz da sammeln, der da lag. Genau. Das ist hier in dieser... auch in diesem Schloss, da wo das Lagerfeuer ist. Hier kann man auch mal gucken. Ich habe ein bisschen Fleisch eingesammelt. Das Fleisch kann man jetzt in die Hand nehmen und dann nicht essen. Nein, i. So, jetzt habe ich schon mal das da. So, und jetzt setzen wir uns da hin und kochen mal. So, das nächste Mal sollen wir das Essen vielleicht ohne Lebensmittelvergiftung überstehen. So, jetzt haben wir nämlich was Gegrilltes hier. Was wirklich Sinn macht, das zu essen. So, dann geht es uns nämlich auch gleich ein bisschen besser, was das Leben angeht, wie ihr seht. Ne? So, hier, das Schwert ist auch schon fast durch. Genau, das war das, was wir zu lesen hatten. So, wie ihr seht, ich war da vorne im Miasma. Da gibt es auch schon wieder was zu lesen. Ja. So, da haben wir nochmal eine Rune gesammelt. Sehr schön. So, und hier sind wir wieder im Miasma. Und jetzt will ich das hier mal eben wieder mit euch lesen. Hier mal eben gucken, was es hier alle gibt. Schönes. Eine Spitzhacke haben wir noch nicht. Wir können jetzt einen groben Steinblock an der Werkbank bauen. So, weil wir hier den Stein noch sammeln wollten, genau. So, mal gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Nö, das war's auch schon wieder. Wie gesagt, so haben wir auch unseren ersten Gegner hier zusammen bekämpft. Jetzt gehen wir nochmal eben runter hier in den Keller. Hier ist nämlich auch noch was zu lesen. Gucken, gab es hier nicht auch noch Ratten? Ich dachte, hier gäbe es auch noch Ratten, aber hier haben wir schon mal noch eine neue Kiste, die ich aber nur mit dem Dietrich benutzen kann. Den habe ich leider noch nicht. Vielleicht finden wir ja noch einen. Ja. Nö, leider nein. Na, gucken wir mal weiter hier. Hier ist auf jeden Fall was zu lesen nochmal. Gut, wie gesagt, die Kiste müssen wir später machen, wenn wir die Sachen da haben. So. Dann war hier noch eine Tür. Ah! Jetzt stirbt. So, tot. Und das hatten wir aber gelesen, ne? Ja. So, wir sind immer noch im Miasma, müssen ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt sind wir raus, jetzt sind wir wieder drin. Aber eigentlich wollte ich nur gucken, was ich hier so finden kann. Ob es hier irgendwas gibt. Nein, hier gibt es nichts. Gut, schade. So, jetzt haben wir hier auch alles durch und können zur Ebene gehen, wo man uns erwarten kann. So, da gehen wir jetzt als erstes mal hin, ne? Da hinten. Ja, deswegen, da würde ich euch jetzt dabei belassen. Es wird jetzt auch langsam dunkel, ne?
Ah! Unser erster Wolf hier. Na toll. Aber auch erstes Fleisch, ne? Gut, jetzt sollten wir uns doch mal beeilen hier. Gut, dann baue ich hier mal was auf und dann hole ich euch später dabei. So, nachdem ich nun den Flammenaltar aufgebaut habe, habe ich auch eine neue Quest bekommen. Und zwar finde den schlafenden Überlebenden, das ist unser Schmied wahrscheinlich, ne? So wie es aussieht. Das ist die erste Quest, die wir dann auch machen. Reise durch das Miasma. So, die haben wir ja quasi. Also wir haben jetzt hier Amber Vale Quests. Und finde den überlebenden Schlafenden. So, wir können uns den anzeigen lassen. Wir sind hier, wir müssen dahin und zwar unten durch das Miasma. Gut, ich baue jetzt hier was auf. So, ihr Lieben, ich habe mich hier ein bisschen aufgebaut jetzt, ne? Wir haben ein kleines Häuschen, noch nicht viel. Wir haben ein Bett hier stehen, wir haben ein bisschen Licht. Wir haben zwei Kisten, die wir vorgepackt haben. Wir haben die Werkbank hier reingeräumt. Wie gesagt, wir haben Licht. Ist jetzt nichts Besonderes, ne? So für die erste schnelle Runde. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die erste Quest und das machen wir dann in der heutigen Folge, den Rest der Folge. Und zwar ist das hier die Quest, finde den schlafenden Überlebenden, ne? Und ja, da gehen wir jetzt hin, würde ich sagen. Wir müssen da unten zu der Brücke. Ich war auch schon da. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich da hingekommen war. Wo war das denn? Wo war das denn? Naja, den Haken habe ich mir gebaut und ausgerüstet. Wir müssen doch in die Richtung, ne? So. Oh Mann. Lang, da vorne ist die Brücke. Da gucken wir jetzt nochmal und dann müssen wir da schön durchs Miasma gehen, ne? Jupp. Also wir gucken uns hier jetzt erstmal ein bisschen um. Ich habe hier für uns mittlerweile eine Keule, einen Zauberstab, einen Bogen. Die Brelin-Brücke, genau. So. Hier habe ich meinen ersten Haken gebaut, ne? Ja. So kommen wir über die Brücke drüber her, ohne durchs Miasma zu gehen. Was wir ja gar nicht wollen. Hier, den können wir mal durchsuchen. Nur ein paar Sachen für uns dabei. Naja. Nein. Soll springen, Junge. Hä? Wie kann ich denn hier jetzt nicht springen? Nein, oh, tot. Super. Sterben ist Grausamkeit einer Ahnungslosen. Aber der Tod ist nicht alles. Ja, okay. Das ohne Gleiter vielleicht nicht ganz so cool. Ach, das war wieder ein typischer Ashburn, ne? Total dumm. Ja. Egal, auf dem Weg dahin gucken wir mal, dass wir an unser Zeugs wiederkommen. Jetzt gehen wir den offiziellen Weg. Wir müssen ja durchs Miasma, ne? Reise durch das Miasma ist ja unsere Aufgabe. Das mag Venu. Und dann kriegen wir auch bestimmt unser Zeugs wieder. Und dann soll ich mir vielleicht als nächstes mal den Gleiter bauen. Wir gehen jetzt erstmal hier unten rum. Hier gibt es nämlich auch noch was zu lesen. Und eine Kiste. So, haben wir Holzpfeile gekriegt. Ja, guck, auch nicht schlecht. So, was haben wir da noch liegen? Hier haben wir nochmal eine Fackel. Ah. Oh, ein bisschen Garn nehmen wir immer gerne mit. Holzscheide jetzt nicht so unbedingt. Da habe ich so viele jetzt mittlerweile gesammelt. So, und dann müssen wir hier ins Miasma. Okay. Auf dass du nicht der Brut des Miasmas zum Opfer fällst. Ja, ich muss immer gucken, wo mein Grabstein ist. Und wir gucken uns natürlich auch hier um. Weil Material und so, ne? Ja. Ah! Oh, ich müsste
auch ein bisschen was essen. Aua. Ja, ich müsste was essen, ne? Was haben wir denn da? Siegelring des Wächterältesten. So, den können wir doch erstmal ausrüsten, bis wir was Besseres finden, ja. So, gab es hier noch irgendwas Besonderes? Nö. Hier ist nochmal so eine Sanduhr, die uns die Miasma-Zeit wieder ein bisschen zurücksetzt. Hier wäre ein Bett. Oh, Äste sind immer rar. Kann man da? Hm, keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt das. Wir müssen aber auf dem Pfad bleiben. Da irgendwo müsste mein Grabstein sein. Hier irgendwo. Jetzt sag mir nicht, der ist oben. Der ist da oben, das gibt's doch nicht. Och, wie fies, ey. So. Ja, als nächstes muss ich mich auch mal um besseres Essen kümmern, ne? Aber dafür brauchen wir auch, glaube ich, die Bäuerin erstmal, ne? So, wir müssen auf dem ersten Pfad bleiben. Wir machen jetzt erstmal eben die erste Quest hier fertig. Ah. Ja, das ist ganz schön düster hier, ne? So, Ruhe. Ach ja, Ausdauer muss ich erstmal wieder vollfüllen lassen. Wir essen das Fleisch. Wir essen einen Pilz. Und wir essen das Zeugs hier. Ja, dann haben wir ein bisschen was. So, Ausdauer. Ah, das sollte hoffentlich so gerade reichen, um hier hochzukommen. Gut. So, wir müssen die Richtung. Wir kümmern uns jetzt nicht weiter darum. Von hier aus komme ich aber auch gar nicht dahin oder so, ne? Was ist mit dir? Nimmst du vielleicht mal eine Waffe in die Hand? So. So, siehst du? Wertvolle Sachen und ich bin halb tot. Das ist natürlich immer schön. So, mal eben gucken. Da unten sind ja Fallen. Was haben wir hier noch so? So, aber hier komme ich nicht an meinen Dings, ne? Mit dem Greifhaken kannst du schwingen, aber hier, da unten ist mein blöder Grabstein, ne? Ja. Und da ist noch eine Kiste. Komm, dann machen wir das jetzt eben. Nee. Nee, nee, ich will ja hier schwingen. So, dann haben wir meinen Grabstein auch wieder. Können uns alles wieder nehmen. So, dann können wir uns hier noch eben die Kiste holen. Ist auch nicht so verkehrt. Was? Ah ja, guck, da haben wir schon mal einen Heiltrank. Sehr schön. So, hier runter ist natürlich blöd. So, jetzt haben wir aber leider keinen Haken mehr, ne? Aber wenn ich mich mit dem Haken schwinge. Ja, guck mal, dann kommen wir doch auch rüber. Sehr fein. So hätte ich es machen sollen. Nice, wenn man es weiß. Ja, so. Ah, blöd, Mann. Kann nicht so schwer sein, ne? Eigentlich da nicht reinzulaufen. War hier was? Habe ich was übersehen? Nee. Gut, dann haben wir das auch angeguckt. Jetzt wollen wir aber hier
zu unserem ersten Abenteuer und uns den Schmied holen, nicht wahr? Der Schmied ist es. So, wo müssen wir hin? Hier durch, ja. Ach, scheiße, ja. Hier ist ja auch die erste Dings. Hier treffen wir ja auch auf die ersten Feinde. Die ersten richtigen Feinde. Büsche können dich verbergen. Au! Scheiß Bienen! Was wollt ihr denn jetzt von mir? Aje. Haha, ja, mach du das mal. Kümmer du dich mal um die Bienen. Ich plündere in der Zeit deinen Kollegen aus und dann kümmere ich mich wieder um dich. Nein, jetzt. Oh, sag mal. Was ist dein. Was ist. Ach so, ja, mach den Tab wieder aus hier. So. So, den haben wir. Die haben wir beide fertig. Mit C kann man sich hier ducken und ja. Ja, ja. Das wollen wir aber gar nicht. Aber wir müssen ja hier durch. Können wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen umgucken. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen was zu lesen auch. Ne? Nun fangen wir doch mal an hier. So, Erbauer und die Flamme, neue Geschichtsseite. Okay, der Seelenkessel. So, dann habe ich gesehen, dass es oben auch noch irgendwas zu lesen gab. So, hier ist auf jeden Fall meine Kiste. Ja. So, dann haben wir den Erbauer und die Flamme. Okay. Ja. Stofffetzen gerade am Anfang noch ganz wichtig. Was hat man da? Fellfetzen. So, gelesen haben wir hier. Die Stofffetzen will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, aber wir müssen noch weiter, ne? Wir sind hier noch nicht durch. Genau, wo ging es hier denn noch runter? Ich wäre auch irgendwo hochgekommen, ne? Ach ja, komm hier. Upp. So, ach ja, da war irgendwo eine Leiter, ne? Mhm. So, dann haben wir das hier alles. Da war mal gucken, dann müssen wir da weiter, ne? Was haben wir hier noch? Keine Ausdauer nicht. Ups. Scheiße. So, ich bin zu Hause. Ich hole euch gleich kurz dazu. So, ihr Lieben, hier sind wir jetzt in der Krypta der Erbauer. Ja, hier werden wir mal kämpfen müssen, ne? Ist aber erstmal nur einer, den ich sehe. Das ist ja gut. Das ist okay. Au, au, au. Hm. Na gut. Hier. Okay. Haben wir. So, was essen? So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, ne? Nochmal was zu lesen. Wage dich hinaus. Und wir haben eine neue Geschichtsseite. Dann holen wir uns doch jetzt hier den Schmied, würde ich sagen, ne? Gucken wir mal eben, ob es hier irgendwas gibt. Ja, ich könnte nochmal was trinken hier.
Na, nee. So, dann holen wir doch den Schmied hier. Jo, Oswald anders, der Schmied. Jetzt können wir Fellbrustpanzer unter Schmied bauen. Jawohl. Ja, ihr Lieben, dann haben wir den Schmied. Jetzt haben wir noch einen neuen Ort auf der Karte. Aber welchen? Ach so, der ist jetzt hier eingeschaltet. Jetzt können wir mal gucken. So, den Schmied haben wir. Bring ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Wie geht das denn jetzt? Beschwörungsstab. Beschwöre den Überlebenden. Was bedeutet das? Was muss ich machen? Das heißt, jetzt bring ihn mit einem Beschwörungsstab nach Hause. Ich habe ja gar keinen Beschwörungsstab. Wo krieg ich den denn jetzt weg? Guck mal, hier ist noch eine geile Tür. Dann nehmen wir noch eine Kiste mit, wa? Ja? Ach so, mein Dietrich. Oh, Guillotine, episch. Ja, fein. Die nehmen wir nochmal mit. Das ist ja nice. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was heißt denn Beschwörungsstab? Wo krieg ich den denn wieder weg? Ich würde sagen, ich reise jetzt erstmal nach Hause. Mit einer Schnellreise. Und dann gucken wir einfach mal. Beschwöre den Überlebenden. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Okay. Fähigkeitspunkte. Stärke die Flamme. Altar aufwerten. Was brauchen wir denn dafür? Miasma-Seele. Eine. Hätten wir sogar. Lass mal gucken. Ah ne, wir haben keine Miasma-Seele. Wir haben nur ein Miasma-Partikelzeugs hier, ne? B. Miasma, Miasma, hier diese Sporen. Wir haben noch keine Miasma-Seele. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo baut man das denn jetzt hier? So ein Beschwörungsstab. Oder brauche ich einfach den Zauberstab? Nee, ne? Magieangriff. So, jetzt gucken wir nochmal eben ins Handwerk rein. Zauberstab. Ich kann nur den Zauberstab oder den Magierstab. Ach da, Beschwörungsstab. Okay, herstellen. Gut, den brauchte ich noch. Den haben wir jetzt. So. Den nehmen wir mal statt des Heilungselixiers. So, dann können wir auf die 4 gehen. Und jetzt Charakter platzieren. Na, wo stellen wir den denn mal hin? Hier in die Ecke. Tabulator, Oswald der Schmied. So, bam, da haben wir ihn. So, jetzt reden wir mal mit dem. So, du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig, und man nennt dich Flammenblut. Du brauchst ordentliche Ausrüstung. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert, eine Stachelkeule oder Rüstung herzustellen, wäre ein guter Anfang. Glutal kann immer noch gerettet werden. Und wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu, also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich, du Flammenspross. Gut ausgeruht. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf und etwas Fleisch im Magen bereitet dich auf alles vor. So, und was können wir jetzt hier herstellen? Wir können später mal eine Schmiede bauen. Ich brauche ein bisschen Metallschrott. Kohle. Ja, die kriegen wir auch irgendwo. Einen Kohlebrennofen, ne? Dafür brauchen wir nur Steine. Steine habe ich. So, dann kannst du hier neue Äxte bauen aus Metallschrott. Wir brauchen jetzt echt Metallschrott. Hier einhändige Waffen, Stachelkeule. Oder halt unser derbes Schwert. Das ist gut. Fellrüstungsset. Jetzt können wir uns die tolle Mütze hier bauen, ne? Machen wir nochmal. Hier fehlen uns Sachen. Ja gut, Garn kann man herstellen.
aber das gucke ich mir halt alleine an. Da müsst ihr nicht dabei sein. So, Deko-Sachen und den Gleiter. Die Flamme verleiht dir keine Flügel, Kind. Stellt einen Gleiter an der Werkbank her. Das macht die Fortbewegung ein bisschen einfacher. Perfekt für Draufgänger wie dich. Vergiss nicht, dass die Benutzung eines Gleisters Ausdauerpunkte kostet. Ich glaube, du Jungspund hast das Zeug dazu. Cool. Also den Gleiter könnten wir tatsächlich jetzt sogar bauen. Was brauche ich denn dafür? Tierfell habe ich. Garn habe, kriegen hin. Miasmaholz muss ich mir organisieren. Okay. So, und dann haben wir hier eine neue Quest. Das ist säubere den Elixierbrunnen und den Gleiter. Den brauchen wir noch. Und dann müssen wir uns den Elixierbrunnen holen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Das hier war jetzt erstmal den Schmied organisieren. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und euch gefällt es, wie ich das Format hier halte, dass wir jetzt nur noch diese Quests miteinander spielen, das Bauen und so. Lasse ich dann mal. Ja, und wenn euch das gefällt, dann zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Wenn euch interessiert, wie es bei mir so weitergeht und auch hier in Enshrouded mit diesem neuen Format, dann kommen wir setzen mal eben den bescheuerten Helm noch auf. Dann abonniert doch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wie gesagt, lasst mir gerne Kommentare da, schreibt mir, was ihr von dem Format haltet. Ich werde auch die Tage, wenn ich 1, 2, 3 Folgen gemacht habe, mal eine Umfrage stellen, wie euch das gefällt. Und ja, könnt ihr da auch nochmal kommentieren, Kritik da lassen. Ja, wie gesagt, wir gucken uns das Ganze an. Ich weiß noch nicht, in welchem Rhythmus ich das hier bringen werde. Ja, das schauen wir dann nochmal, je nachdem, wie ich vorankomme und so, ne, weil das Bauen und so, das wird ja auch immer intensiver. Ja, und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend, bis dahin, ciao.